Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir waren in Akkon stehen geblieben. Und wir sind auf den Dächern. Ja. Und da hinten sehe ich eine Nachforschung, die wir machen können. Moment. Irgendwo da hinten. Oh, oh. Ho. Das war aber knapp. Ah, da ist noch gleich in der Nähe. Ja. Müssen wir hier rein, oder was? Eine Franzose. Baguette. Fromage. Ups. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ach so, es geht nicht. Weil wir noch keine vollen Leben haben. Ah, Templerflagge. Dann gibt es also mehrere Flaggen. Moment. Aber jetzt sind wir voll synchronisiert. Zu nahe für Taschendiebstahl, hä? Bewegung! Ah. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig, ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Aha. Geht oder ich werde es euch zeigen. Du willst eine Schnauze. Huch. Hätte ich den beinahe. Ah nee, fuck. Da sind Wachen. Was bist du? Oh nee. Mann, nein. Ich kann euch auch besiegen. Komm. Komm. Die haben wir auch gleich. So. Die haben wir. Achso, findest du schon da? Palat. Oh, oh. Wer ist hierfür verantwortlich? Tod dem Assassinen! Fuck! Schade. Komm. Ich will schnell die Mission schaffen, damit wir weitermachen können. Oh nein! Oh nee, da kommen noch welche.
So. Fuck. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Ich strecke dich in die Arme, Gott. Oh nee, schon wieder. Ich dachte, man kann leise rausschleichen. Oha. Das sind schon ein paar. Ich glaube, die bekommen uns sogar. Aber nee, wir haben noch genug Leben. Ja. Ja. Oh Gott. Hier endet dein Leben. Hier endet eher dein Leben. Versuchen wir nochmal diesen Taschendiebstahl zu machen. Belästigt jemand anderen Ziele widerfahren. Upsala. Warum hab ich den geschlagen? Oh oh. Was ist geschehen? Furchtbar. Oh Mann. Ich glaube, da müssen wir später noch mal hin. Machen wir noch diesen. Warte. Wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Dingens Aussichtspunkt. Der ist auch gleich hier in der Nähe. Oh ja, ich weiß, dass man hier nicht sein darf. Also da ist noch einer. So. Schnell da hoch. So. Mann ey. Scheiß Husten. Wer hat gesehen, was hier passiert? Moment. Nein, nicht da runter. Ich bin so dumm. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Ah, okay, wir sind aber wieder da. Da können wir auch den Task. Den Taschendiebstahl. So. Ich dachte, niemand hätte Zugang machen. Zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Okay, du bist weg, ich bin da. Belästigt jemand anderen. Oha. Moment. Upsala, Mann. Was soll das? Moment. Zuletzt Erinnerung. Ja. Templerflagge, ja.
Hä? Mann, geht gar nicht. Also den, egal, lass uns doch mal schnell, Dingens. Und dann, nee, komm. So geht's schneller. Dann, oh, mache ich vielleicht den Taschendiebstahl vielleicht offscreen, weil bisschen doof, wenn immer die wenn die ganze Zeit die scheiß Dingens da sind, die Templer Dingens Bumsen Kreuzritter, die Akonea, keine Ahnung wie das heißt, wie die heißen, so. Mann, wie konnte er mich sehen? Hacker. Nein! Okay, ich glaube, wir müssen was anderes machen. Aus dem Taschendiebstahl. So, hallo. So. Markieren wir mal nochmal den nächsten Aussichtspunkt. Der ist ja hier. Mann. Okay, wir sind grün. Also uns verfolgt man nicht mehr. Ah, da ist die Flagge. Perfekt, eine Templerflagge. Ach, verpiss dich. Besoffener Typ, ey. So. Machen wir das an, den Taschendiebstahl. Nächste Folge. Beziehungsweise nächstes Mal. Upsala. Ich rampe hier jeden an wieder. König Richard versprach uns ein besseres Leben. König Richard. Wie komme ich hier am besten hoch? Hochklettern geht nicht. Ah. Nein, nicht da entlang. Nicht da. So. Er sah einen Weg, unser Leid zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Er wird uns zum Sieg führen. Wir sind so barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber will ich glaube, hier, da, so hoch, oder? Ja, genau. Wir sind so barmherzig mit unseren Feinden. Hallo. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Funktioniert nicht. Ah, da. Wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Habt ihr das gesehen? Nee. Was war denn da? So. Da können wir hier hochklettern. Hoffentlich. Nee. Damit er sein Maul hält. Wie kommen wir da am Bett hoch? Kommen wir da allgemein hoch? Weil. Da, ich sehe die Flagge. Und es ist eine riesen Kirche. Kirche. Ich glaube, ja, eine Moschee. Wir sind, glaube ich, im arabischen Gebiet. Aber vielleicht. Müssen wir auch gar nicht dahin.
Also vielleicht müssen wir auch nur irgendwo nebenan. Oder so. Aber er brachte nur den Tod. Aus welchem Grund? Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen. Klettern wir hier hoch. Versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch hoch. Nee. Er wird sich noch verletzen und wenn das Wilhelm passiert, wird ich nicht helfen. Ah, doch, klar, hier kommen wir hoch. Oder? Nee. What the fuck? Moment mal. Schande über sein ganzes Volk. Wir kamen in das heilige Land. Um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten, doch sie wendeten sich ab. Hier vielleicht? Sei stark, sei standhaft. Gebt nicht auf. Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land. Aber hier sieht es so aus, als ob wir hochklettern können. Können wir aber nicht. Bestellt euren Acker. Helft den Verwundeten. Betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben. Jeder er sollte muss aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Bleibt stark, Bürger. Crazy shit. Stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wisset, dass Gott über euch wacht. Seine Hand wird unsere tapferen Recht zum Sieg führen. Seltsam, seltsam. Wie kommt man da hoch? Ja, machen wir das mal in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Assassin's Creed. Tschüss!